Auf Wunsch heute ein spezielles Video. Was sind die Gehälter hier? Was verdient man hier? Es wurde in dem Zusammenhang auch gefragt, wie ist das hier mit Arbeit finden? Ist schade, dass es immer wieder gefragt wird. Ihr müsst den Kanal einfach mal ein bisschen durchforsten, euch die Zeit nehmen. Aber ich weiß, Deutsche haben nie Zeit. Und dann kriegt er die Antworten eigentlich schon. Denn im Prinzip habe ich das alles schon mal erzählt. Nur nicht, was man hier wirklich verdienen kann. Bevor wir aber anfangen, möchte ich ein paar Danksagungen loswerden. Also die Melanie van, ich hoffe, ich sage es richtig, Ruitsch. Melanie, vielen herzlichen Dank. Auch der Antje Augustin, ich danke dir sehr herzlich, das ist sehr lieb von dir gewesen. Auch den Rolf Kortz möchte ich danken. Wolf, vielen, vielen herzlichen Dank. War super. Klaus Welsch, bei dir weiß ich schon gar nicht mehr. Ich danke einfach pauschal immer wieder, weil du so viel an Hilfe einem zukommen lässt. Genauso wie Hans, Peter, Pauli. Hammer. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Judy Kovacs. Auch dir immer wieder mal vielen herzlichen Dank für deine Zuwendung. Sandra Ittner, ich habe dir, du bist mir eigentlich gar nicht schuldig gewesen. Ich finde es nett, dass du mir was überwiesen hast. War alles gern geschehen und ich hoffe, dass du ja noch eine schöne Zeit hier hast. Und ja, wie gesagt, der Namensvetter meines Bruders, Thomas Bauer, ist schon Standard jetzt, ja. Also vielen Dank für deine Zuwendung, hat mich sehr gefreut. Gut, dann lasst uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Typisch Maskenbildnerin erzählt mir, ich muss den Kragen hier anders einstellen und danach sagt sie, schaut auch nicht besser aus. Oh, hi, wir sind ja schon, seid ihr schon wieder? Ja, wir sind ja schon wieder da. Ist blöd, bei so einer Handykamera sieht man nie das Licht, dass das schon an ist. Das hätte man auch sagen können. Ja. Ja, fangen wir an mit den Gehältern. Also das Einfachste, glaube ich, was ich schon immer oder öfters auch gesagt habe, eine Bedienung. Was verdient hier eine einfache Bedienung in einem Local-Restaurant? Ja, die liegt zwischen 80 und 100.000 Schilling pro Monat. Viele dieser Bedienungen kommen eigentlich aus einem ganz anderen, aus einer anderen Stadt und müssen hier extra Miete bezahlen. Ja, Mieten sind dann so 40.000, 30.000 Schilling und der Rest ist dann zum Leben. Und wenn ihr jetzt glaubt, eine Bedienung kann hier ja jederzeit mitessen und mittrinken im Lokal, nein. Die muss genau den gleichen Preis, es gibt keine Mitarbeiterpreise, muss genau den gleichen Preis bezahlen wie jeder andere auch. Eine Bedienung im Touristenbereich, da ist das was anderes. Die kriegen null Gehalt in der Regel, kriegen aber Trinkgelder. Und diese Trinkgelder, die sie kriegen, liegen zwischen 220 und 500.000 Schilling. Das heißt, die verdienen im Endeffekt mehr als eine Bedienung in einem einfachen Local-Lokal. Nur hier ist es halt dann sicher, was sie verdienen. Ja, weiter geht's. Was verdient eigentlich ein Friseur hier? Also, Leute, für mich ist das manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ich kann natürlich bei manchen die Leute, die zwischen Brutto und Netto wird hier nicht groß unterschieden, weil das fast das Gleiche ist. Es gibt auch Umsätze und Verdienst wird oft gleichgestellt. Also der Umsatz bei einem normalen, ich sage jetzt mal Herrenfriseur, liegt zwischen 200.000 und 520.000 Schilling. Bei Damen liegt er zwischen 1,25 und 1,85 Millionen Schilling. Also ihr seht schon, da sind Unterschiede zwischen Herren- und Damenfriseur. Wobei der Herrenfriseur, da kann natürlich auch eine Dame hingehen und lässt sich einfach mal scheren. Ja. Dann zahlt ihr auch nur diesen Preis, was die Männer auch zahlen. Aber die meisten Damen wollen ja eine richtige Frisur haben. Oder sich Plastiksträhnen reinmachen lassen. Also geschätzt ist ein Gehalt für einen Herrenfriseur liegt zwischen 90 und 410.000 Schilling. Also 90.000 und 410.000 Schilling.
Und der Damenfriseur wird zwischen 900.000 und 1,45 Millionen im Monat verdienen. Das Ganze ist vor Steuern, also vor Einkommensteuern. Gut, was haben wir noch? Sachen, die ich weiß, sind immer am einfachsten. Ein Polizist hat ein Mindestgehalt, das war bis im letzten Jahr noch 300.000 Schilling im Monat. Die Mama Samir hat das richtig schön aufgestockt, das sind jetzt 700.000 Schilling pro Monat, was man mindestens als Polizist verdient. Das soll der Korruption ein bisschen entgegenwirken. Wirkt nicht wirklich. Und jemand von der Central Police verdient durchschnittlich so um die 1,2 Millionen Schilling pro Monat. Im gehobenen Dienst durchschnittlich kann man mit 2,5 Millionen Schilling rechnen. Was verdient ein Lehrer hier? Da muss man unterscheiden, ist es ein Lehrer im Government, ist es ein Lehrer einer Privatschule oder Lehrer einer internationalen Schule? Letzteres kann ich euch leider nicht sagen, aber ich kann euch sagen, ein Privatlehrer oder ein Lehrer in einer Privatschule liegt zwischen 1,4 und 2,2 Millionen Schilling. Der Lehrer in einer Government-Schule hat etwa 800.000 Schilling zu erwarten im Monat. Wie sieht es aus mit Verkäufer? Das ist schwierig, weil der angestellte Verkäufer, je nachdem, was er macht, wo er was verkauft. Was hier nicht gibt, ist die Provisionsregelung. Also es gibt hier jetzt nicht so, je mehr du verkaufst, desto mehr Geld kriegst du. Er kriegt dann mehr Geld, der Verkäufer, aber halt monatlich als Gehalt mehr Geld. Aber jetzt pro Auftrag, das gibt es hier eigentlich weniger. Wobei es wird langsam, glaube ich, auch eingeführt. Also ein normaler Verkäufer als angestellter Mensch verdient zwischen 100 und 600.000 Schilling im Monat. Während, wenn ich jetzt ein selbstständiger Verkäufer bin, ja, da kann es zwischen 0 und 10 Millionen normal sein und nach oben hin gibt es keine Grenzen mehr. Je nachdem, welche Ware ich verkaufe, wie ich verkaufe, was ich verkaufe und wann ich es verkaufe. Was habe ich noch herausgefunden? Architekten liegen hier zwischen 800.000 und 1,6 Millionen Schilling pro Monat. Also als Architekt kann man hier gut Geld verdienen. Und was jetzt interessant wird für die meisten, das ist jetzt mehr der handwerkliche Bereich, der Fundi. Was ich euch jetzt sage, das sind Umsätze und ich werde euch anschließend geschätzte Gehälter sagen. Der Elektrofundi, ob jetzt Elektronik oder Elektriker, ist ganz egal, der liegt zwischen 260.000 und 1,1 Millionen Umsatz im Monat ohne Material. Der Wasserfundi liegt zwischen 310.000 und 1,3 Millionen Schilling pro Monat im Umsatz. Und so ein Näher verdient zwischen 70.000 und 700.000 Schilling, je nachdem, was das für ein Näher ist. Geschätzte Gehälter vom Elektrofundi, also von einem Elektriker, sage ich jetzt mal, an Gehalt nach, also nicht der Umsatz jetzt, sondern das Gehalt, liegt zwischen 100.000 und 940.000 Schilling. Der Wasserinstallateur liegt zwischen 90.000 Schilling und 1,1 Millionen. Ihr seht, da geht die Spanne ganz weit auseinander. Und ein Näher, da geht es genauso weit auseinander, der liegt zwischen monatlichen 20.000 Schilling, das ist nichts, und 650.000 Schilling. Ja, man muss sich das hier immer so vorstellen, dass die meisten Menschen hier gar nicht Angestellte sind, sondern es ist hier wie so diese, wie hat man das früher gesagt, die Ich-AG. Die meisten Menschen sind hier selbstständig, für sich selbst verantwortlich. Und selbst wenn sie für eine Firma arbeiten, arbeiten sie wie selbstständig. Also die meisten haben hier wirklich keinen richtigen Arbeitnehmervertrag oder sowas. Kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich den Pastor. Also wer hier Pfarrer oder Pastor werden will, da liegen die Umsätze, ich sage gleich, wie die generiert werden, zwischen 480.000 Schilling pro Monat und 40 Millionen Schilling pro Monat. Was
Ein geschätztes Gehalt zwischen 450.000 Schilling und 39,8 Millionen Schilling pro Monat ergibt. Wie geht das zustande? Wo kommt das Geld her? Und das werdet ihr jetzt nicht glauben, das kommt von dem, was da, wenn das Körbchen rumgereicht wird, was da reinkommt. Sonst nichts. Also es gibt hier keinen Staat, der sagt, ja, du bist ein Pfarrer, also kriegst du von mir Geld. Wir kassieren Steuer, also kriegst du was davon ab. Das gibt's hier nicht. Sondern es ist egal, ob das eine katholische Kirche ist, eine evangelische, lutheranische, eine Schreikirche oder wer auch immer, die Spenden, also ich rede von christlichen Kirchen, ja, also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, was bei den Moscheen, das heißt, ich weiß schon, was bei den Moscheen reinkommt, aber das sind 10% von den Einkommen der Gläubigen. Aber hier in den christlichen Kirchen, du kannst reich werden, reicher wie die meisten Menschen hier. Und ich habe von Menschen gehört, die tollen Job hatten, die wirklich einen Regierungsjob hatten, die gesagt haben, nee, ich habe zwar einen Haufen Geld, aber ich will das Doppelte, Dreifache und Vierfache haben und deshalb machen wir jetzt hier in Tansania eine Kirche auf. Scheint wohl zu funktionieren. Also man kann hier reich werden mit einer Kirche. Ja, was verdient hier eine Krankenschwester zum Beispiel? Ja, zwischen 500.000 und 1,5 Millionen im Monat. Je nachdem, welche Art von Krankenschwester das ist, denn Krankenschwestern hier müssen ein bisschen mehr leisten als in Deutschland. Die arbeiten schon fast als halbe Ärzte. Und da sind wir gleich beim Arzt. Arzt ist sehr schwierig rauszufinden oder beziehungsweise in die Richtung zu finden. Also ich habe hier Werte zwischen 800.000 Schilling pro Monat und 3,6 Millionen. Da kommt es jetzt auch ein bisschen drauf an. Ärzte in Privatkliniken arbeiten oft auch noch in Government-Kliniken, kriegen also von dort was, kriegen von dort was. Dann ist es so, dass man hier als Arzt auch in drei verschiedenen Privatkliniken arbeiten kann. Da kommt es ein bisschen drauf an, welche Art von Stellung habe ich als Arzt. Also nach oben hin ist auch hier keine Grenze gesetzt. Aber das ist so ein ungefährer Wert zwischen 800.000 und 3,6 Millionen, wo man sich als normaler Arzt etwa einreihen kann. Was haben wir noch für Jobs hier? Wir haben zum Beispiel den Bajaji-Driver. Ja, hier habe ich ja schon mal gezeigt, so ein Tuk-Tuk, so ein Bajaji, so ein Motorrad mit drei Rädern, wo man sich hinten hat, man eine kleine Kabine, kann man sich reinsetzen. Ja, und so ein Bajaji-Driver, man will es nicht glauben, der hat einen Umsatz von 600.000 bis 1,5 Millionen pro Monat. Und da kann man jetzt vom Gehalt ausgehen zwischen 210.000 und, ich habe mal aufgeschrieben, und 1 Million Schilling. Also, die verdienen schon was. Ja. Beim Bajaji-Fahrer kommt es auch ein bisschen darauf an, wo er steht, was für eine Art Klientel er hat. Ja, wenn er sehr viele Touristen hat, verdient er natürlich mehr, dann liegt er eher bei 1 Million. Wenn er ein bisschen außerhalb ist, dann kann es sein, dass er eher um die 250.000 verdient. Ja, wir haben aber nicht nur Bajaji-Fahrer, wir haben auch die Piki-Piki-Fahrer. Wenn ihr hier nach Tansania kommt, seht ihr lauter so kleine Rockergruppen, ja, würde man in Deutschland sagen. Ein Haufen so Motorradgruppen, die immer irgendwo rumstehen. Das sind keine wirklichen Rocker, sondern das sind einfach Leute, die darauf warten, dass du vorbeikommst und sagst, ich setze mich da drauf, fahre mich da hin. Die sind sehr günstig und der Tagesumsatz von so einem Piki-Piki-Fahrer, von Boda Boda dann, heißt das, liegt zwischen 70.000 und 350.000 Schilling, wenn er nicht gerade ein ganz fauler Mensch ist. Interessant ist, dass das Gehalt zwischen 18.000 und 300.000 pro Monat liegt. Und wenn ihr jetzt überlegt, 18.000 Schilling pro Monat, damit kann selbst hier keiner leben. Das geht einfach nicht. Aber ich kenne viele, die haben ja am Tag ihre 3.000 Schilling und machen ja auch gar nichts. Und die ernähren trotzdem in irgendeiner Form die Familie. Taxi. Wenn ihr hier ein Taxi nehmt, da muss man jetzt auch wieder aufpassen, es gibt die offizielle Taxi-Version, ja, mit diesen grünen Streifen. Und es gibt sehr viele Menschen, die ein Auto haben und sagen, ich biete einfach jetzt einen Taxidienst an. Man sieht das am besten am Nummernschild. Meistens sind diese Taxifahrer, haben ein gelbes Nummernschild, also privat. Und ja, die dienstlichen, die echten Taxifahrer haben ein weißes Nummernschild. Das sind gewerblich Angemeldete. Über Nummernschilder müssen wir auch mal ein Video machen. Fällt mir gerade so ein.
Ja, so ein Taxifahrer, das ist auch sehr verschieden, die Spanne ist sehr groß. Da liegt zwischen 390.000 Schilling pro Monat und 3,3 Millionen Schilling. Daraus könnte man ein Gehalt schätzen von 350.000 Schilling bis 3 Millionen vor Einkommensteuer. Gut, was haben wir noch? Wir haben Butcher. Butcher, das sind hier die Menschen, die das Fleisch verkaufen. Ja, könnten jetzt Metzgereien sagen, wo meine Metzgerei, die echte Metzgerei, ist eigentlich ein Cinciaci. Der Butcher ist mehr so einer, der Fleisch hat und draufhaut. Oder was weghackt von der halben Schweinehälfte. Von der Schweinehälfte oder von der Rinderhälfte. Ja, so ein Butcher, man will es gar nicht glauben, die haben Umsätze, Schweinemetzger, der hat etwa einen Umsatz zwischen 600.000 und 2,5 Millionen pro Monat, während der Rinderbutcher zwischen 900.000 und 6,4 Millionen Schilling Umsatz hat im Monat. Daraus würde sich ergeben ein Gehalt von 300.000 bis 1,3 Millionen für einen Schweinepriester, für einen Schweinebutcher. Und wenn jemand Rindfleisch verkauft, liegt man so zwischen 600.000 und 2,2 Millionen Gehalt, was er behalten kann. Ja, also da kommt schon richtig Geld raus, die Leute haben auch dann was. Dann ein Busfahrer, ich weiß nur von einem einzigen Busfahrer, was er verdient, der ist bei Abbott. Das ist ein Fernbus, der hier zwischen Arusha und Dar es Salaam hin und her fährt und der kriegt genau 1,6 Millionen Schilling pro Monat. Das ist ein normales Gehalt. Dafür muss er 20 Tage lang vorhanden sein, das heißt fahren. Eine Fahrt liegt zwischen 10 und 12 Stunden plus hin und her, was er noch braucht. Also hat er am Tag ganz schön was an Zeiten, die er dazu verwendet. Dann findet ihr an verschiedenen Stellen immer wieder also, ja, so Kahawa-Plätze, also Kaffee, wo man trinken kann. Und der Kaffee, da kostet so ein Becher 300 Schilling. Das heißt, jetzt könnte man meinen, ja gut, die verdienen da kein Geld. Was die haben, oder überhaupt vielleicht auch von vorher, was ich euch sagen muss, die meisten haben hier eine 26-Tage-Monat. Also die arbeiten wirklich nur außer Sonntag jeden Tag. Das sind 26, also alle Gehälter, was ich euch jetzt erzählt habe, sind 26 Tage Arbeit. Ja, so etwas wie Urlaub kennt man hier nicht. Und ja, diese Kaffeeanbieter arbeiten halt 30 Tage. Das heißt, du hast absolut null Freizeit. Das heißt, ja, wenn die da beim Kaffee trinken sitzen mit den Leuten, dann ist es Freizeit. Ja, und so ein Kaffeeanbieter, der hat einen Umsatz in 30, also in einem Monat zwischen 720.000 und 1,3 Millionen. Alleine kann man das nicht machen. Das sind 18 Stunden am Tag und das Ganze, also man braucht zwei Leute. Wenn man das zugrunde setzt, dass man den Umsatz, ja, alles, was man an Ausgaben hat, wegnimmt, dann bleibt ein Betrag übrig, den geteilt durch zwei nimmt, weil es sind ja zwei Leute. Dann kommt man je nachdem, wie gut es läuft, zwischen 330.000 und 600.000 Schilling Gehalt pro Person. Ja, und jetzt noch das Letzte, was wir haben an Gehälter, bevor wir zum nächsten Thema noch kommen. Was hier vielleicht, ja, was hier sehr viel gibt, gerade in Arusha, das sind Safari-Guides. Also die Typen, die mit euch im Jeep in die Serengeti fahren und euch dann die Tierwelt erklären. Das sind sehr gut bezahlte Menschen. Man will es gar nicht glauben. Also die verdienen zwischen 800 und 1200 Dollar pro Monat. Das ergibt also etwa 2 bis 3 Millionen Schilling pro Monat. Das ist das, was die verdienen. Und damit sind die in der Gutverdienerliste, also außerhalb des Governments, ziemlich die höchsten. Ja, ich habe jetzt keine Government-Preise drin. Government kann man natürlich sogar im Internet nachschlagen. Die sind, also die deutschen Politiker verdienen nicht mal die Hälfte von dem, was hier einer im Parlament verdient. Das muss man auch sehen. Aber das wollte ich jetzt gar nicht so weit rein machen, weil ihr ja, wenn ihr kommt, das nicht tut. Ihr seid ja nicht im Government. So, und jetzt erkläre ich noch ein bisschen was übers Arbeiten hier in Tansania. So, und ich sage das jetzt. Ich glaube, letztmalig. Ich habe nämlich keine Lust mehr, das immer wieder zu sagen. Leute, ich kann euch nur empfehlen,
Wenn ihr neu seid, bitte schaut euch auch die alten Videos an. In der Regel ändert sich nicht allzu viel. Ja? Schaut da rein, was da drin steht. Ich habe das alles schon mal erzählt. Wer hier arbeiten will, braucht eine Working Permit. Das heißt, er braucht eine Arbeitsgenehmigung. So, und jedes Mal, wenn ich das sage, kriege ich ein Gemecker in meinen Kommentaren und das will ich diesmal gar nicht haben. Deshalb erinnere ich euch dran, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber als ich noch in Deutschland war, war es so, dass jeder Ausländer, der gekommen ist, musste genauso eine Arbeitsgenehmigung haben. Die hat er genauso wenig bekommen, wie ihr Deutsche hier die bekommt. Und wenn er diese Arbeitsgenehmigung nicht gehabt hat, durfte er nicht arbeiten. Das ist dann, wenn die Oma geschimpft hat und gesagt hat, die blöden Ausländer kommen hier rein und sind zu faul und tun nichts. Nein, die waren nicht faul, sondern die durften nichts tun. So, und genauso ist es hier. Wir blöden Ausländer dürfen hier auch nicht arbeiten, wenn wir nicht eine Genehmigung haben. So, diese Genehmigung kriegt man hier schon, aber da muss man einiges dafür tun und das ist gar nicht so einfach. Ja, du brauchst hier entweder irgendeine Citizen, das ist schon mal das Schwierigste zu kriegen, oder es gibt bei manchen Permits, oder du kommst hier als Volunteer, was Vor- und Nachteile hat, aber du kannst hier nicht reingehen wie in der EU, denn Tansania gehört nicht zur EU. Ich weiß, das wissen viele nicht, es gehört nicht zur EU. So, du kannst hier nicht reinkommen und sagen, so, jetzt bin ich da, ich bin Deutscher, ich habe ein Hirn, ich bin intelligent, ihr seid alle blöd und jetzt will ich arbeiten. Klappt nicht. Ihr dürft das nicht. Im Gegenteil, du darfst hier eher ein Verbrechen begehen als arbeiten. Da sind die unheimlich hinterher. Wenn irgendjemand hier arbeitet, der keine Arbeitsgenehmigung hat, dann sind die wahnsinnig hinterher. Da können die, also da gibt es nur Schwierigkeiten dann. Das passiert euch auch hier dauernd, dass irgendwo einer sitzt und sagt, ja, hey, servus, ah ja, wo kommst denn du her? Ach, ein Deutscher, ja, schön. Ja, was arbeitest denn du so hier? Und sobald er sagt, ja, ja, ich mache hier den Safari-Guide für Deutsche, seid ihr dran. Ja? Das heißt, ihr kriegt hier ganz, ganz schlecht eine Arbeitsgenehmigung. Ihr könnt hier als Investor auftreten. Ihr könnt ihr, wie das jetzt ganz genau nach neuestem Stand geht, muss ich mir das schlau machen, sogar ein Business aufmachen, also irgendein Geschäft aufmachen, aber ihr dürft selber dabei nicht arbeiten. Ja, das geht sogar ohne Hinterlegung von irgendwelchen Geldern. So, das heißt, alle, die mich anfragen, ja, wie kann ich hier arbeiten, sage ich jetzt mal ganz pauschal gar nicht. Entweder du hast Kohle ohne Ende, dann Karibu, ja, willkommen, komm hierher. Mach hier einen auf Investor und dann hast du keine Probleme mehr. Oder aber du hast keine Kohle, dann vergiss es. Ja, das wird hier sehr schwierig, hier irgendwie Arbeit zu finden. Und was man auch wissen muss, es gibt hier nicht dieses Angestelltenverhältnis. Es gibt schon, ja klar, gibt es hier Leute, die haben Arbeiter. Aber das ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Und wir haben hier keine Industrie oder so gut wie keine Industrie. Und deshalb für die meisten, die hier kommen und sagen, ich bin der große Handwerker, vergiss es. Ein deutscher Handwerker braucht Werkzeug. Bist schon unten durch. Die Handwerker hier brauchen so gut wie kein Werkzeug und die schaffen alles. Der Deutsche macht es auf Sicherheit. Vergiss es. Denn die Handwerker hier, die scheißen auf die Sicherheit. Es ist denen scheißegal, ob da jetzt irgendwie einer einen Stromschlag kriegt oder nicht. Oder irgendeinen Wasserdruck abkriegt aufs Hirn oder was auch immer. Interessiert die Leute hier nicht. Das heißt also, ein Deutscher kann hier nicht. Geht nicht, vergisst es. Arbeiten hier entweder illegal oder sehr schwer legal, allerdings mit sehr, 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 sehr viel Geduld. Das ist auch, was ich in letzter Zeit sehr viel merke, Deutsche haben keine Geduld. Ja, nach 10 Minuten stehen die auf und sagen, was ist denn hier los? Warum sitze ich hier immer noch rum? Ja, während der Afrikaner hier 3 Tage sitzt und dann sagt, langsam wird es lang. Ja. Gut, also es tut mir leid, dass das ist eine schlechte Nachricht für die meisten, die hierher kommen wollen, aber arbeiten ist nicht.
Entweder ihr habt eine finanzielle Sicherung in Deutschland, sodass er online arbeitet. Online arbeiten ist ja offiziell auch zu versteuern. Wäre hier offiziell genauso genehmigungspflichtig. Ihr braucht offiziell genauso eine Work Permit. Nur inoffiziell interessiert es keinen. Die Leute sagen, nee, wenn ihr online arbeitet, lassen wir euch in Ruhe. Warum? Naja, ihr bringt ja hier die Kohle rein. Also wenn ihr online in Deutschland arbeitet, das ist denen viel zu kompliziert hier. Die sagen, das ist okay, da stören wir euch nicht. Und das ist auch ganz offiziell. Also auch ich habe vor dem Finanzamt hier schon gesagt, ja, ich arbeite online. Und haben die gesagt, ja, online interessiert uns nicht. Ja, also da könnt ihr Geld verdienen. Das ist okay. Und dann könnt ihr auch, ich sage jetzt mal, relativ gut Geld verdienen, weil ich sage jetzt mal, wenn ihr hier einen Online-Job für 10 Euro die Stunde habt, dann könnt ihr hier mit normalen Arbeitstag sehr gut leben. Gut, ich glaube, das war jetzt alles an Informationen und ich hoffe, die Anfrage ist jetzt zufriedengestellt worden. War ja lang genug. Und bis eins der nächsten Videos. Macht's gut, Servus.